Okay, herzlich willkommen zum Webinar Revit verstehen und anwenden in 10 Schritten. Wir werden Ihnen in 10 Schritten zeigen, dass die Software Revit eine Software ist, die Ihnen sehr viele Vorteile bietet. Es ist eine echte BIM-Software und wir möchten Ihnen auch zeigen, dass wir Open BIM genauso unterstützen wie ein Closed BIM eventuell und möchten Sie einfach von den vielen Vorteilen von Revit hiermit überzeugen. Als Präsentatoren ist einmal die Leyla Sicebegovic und ich, Jochen Tanger. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit beinahe 14 Jahren bei der Firma Autodesk und bin seit Anfang an in dem Bereich von BIM dabei, das heißt also auch in dem Bereich von Revit, als wir es 2004 in Deutschland eingeführt haben. Seitdem bin ich dabei im technischen Vertrieb und präsentiere es bei Kunden oder trainiere auch Partner dafür. Und auf der anderen Seite ist meine Kollegin, die Leyla. Hallo zusammen und herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Leyla Sicebegovic und ich arbeite als technische Spezialistin für BIM im Hochbau bei Autodesk. Ich bin auch selbst Architektin. Ich habe an der TU Wien studiert und in Folge recht lange als Architektin gearbeitet. Ich habe mich aber im Laufe der Zeit vermehrt auf die Themen BIM und Revit spezialisiert und habe zuletzt 3 Jahre bei Max Bögl als BIM und Revit-Spezialistin auch gearbeitet und bin jetzt seit 1,5 Jahren hier im Team und freue mich, Ihnen heute zusammen mit dem Jochen ein paar spannende Sachen rund um das Revit. Okay, genau, wir werden jetzt circa eine Stunde diesen Webcast haben und uns ist schon klar, dass Sie nach dieser einen Stunde nicht die Top-Anwender im Revit sein werden, aber wir möchten Ihnen einfach zu verstehen geben, wie einfach das Ganze wirklich funktioniert und dafür haben wir uns 10 Schritte ausgedacht und ich möchte Ihnen diese 10 Schritte jetzt einmal vorführen. Und zwar, wenn wir uns hier die Agenda anschauen, sind das genau diese 10 Schritte, die wir haben. Wir möchten Ihnen einfach die durchgängige Planung von Revit zeigen. Wir möchten auf die Parametrik eingehen. Wir möchten Ihnen zeigen, dass Revit im Entwurf losgeht oder im Vorentwurf, mit dem Sie arbeiten können, bis zur Werkplanung. Wir haben die Variantenplanung mit dabei, dass Sie einfach sehen, dass wir in einem Modell sehr schnell auch Varianten erstellen können. Raumbuch, Flächenbuch, Gebäudebuch, die integriert sind, die gerade auch in Deutschland, Österreich, Schweiz immer sehr gefragt sind, wo es auch um die Norm beispielsweise geht. Dann haben wir den BIM-Prozess in zwei verschiedene Punkte hier unterteilt. Wir haben es einmal interne BIM-Prozesse und auch Open BIM genannt, wo wir Ihnen einfach darstellen möchten, wie Revit auch im Bereich von BIM funktioniert. Und dann die Arbeitsteilung, wie Sie im Team arbeiten können, ist auch ein wichtiger Punkt. Und im Punkt 9, Dynamo, die visuelle Programmierung, hört sich vielleicht erstmal ja, ein bisschen kompliziert an als Programmierung, aber wir möchten Ihnen einfach darstellen, dass Ihnen Dynamo ein Zusatz, oder es ist integriert in Revit mittlerweile, aber dass es Ihnen Möglichkeiten gibt, Aufgaben zu automatisieren, das vor allem Fleißaufgaben sind und wo Sie sich einfach unglaublich viel Zeit sparen können. Und als letzter Punkt noch die Visualisierung selbst. Ganz klar, am Ende kommen immer Pläne raus und kommen Visualisierungen raus. Und auch da möchten wir Ihnen einfach zeigen, was hier die Ergebnisse dabei sind. Wie gesagt, Sie werden danach nicht der Spezialist sein, aber zumindest haben Sie mit diesen 10 Punkten einen guten Start. Und wir werden Ihnen dann ja, im Anschluss gerne noch Fragen beantworten. Wenn Sie Fragen haben, Sie können diese gerne im Chat stellen, weil wir haben zunächst einmal alle auf stumm gestellt. Und in diesem Chat, wenn Sie dort die Fragen als Text dort eintragen, werden wir am Ende dann gerne darauf zu sprechen kommen und werden diese beantworten. Gut, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Und bevor ich anfange, Sie sehen auf der rechten Seite das Bild, das heißt, oder zwei Bilder von einem Gebäude. Und wir haben uns in diesem Fall diese Bibliothek ausgesucht. Diese Bibliothek ist ein Wettbewerb gewesen. Und wir möchten einfach jetzt diese 10 Punkte mit dieser Bibliothek einfach Ihnen hier näher bringen. Und uns ist klar, dass das vielleicht kein Standardprojekt ist. Wir werden am Ende auch noch auf Einfamilienhäuser beispielsweise eingehen, dass Sie sehen, dass es nicht nur für größere Projekte und Entwürfe geeignet ist, sondern auch für kleinere Einfamilienhäuser, Bürogebäude und ja, wie gesagt, auch Werkplanung, die genauso damit gemacht werden kann. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Das heißt, wir gehen auf den ersten Punkt der Durchgängigkeit ein. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir durchgängig arbeiten können oder dass Sie durchgängig arbeiten können. Und was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass Sie in einer Datei normalerweise arbeiten und in dieser einen Datei, dass Sie dort, wenn Sie Änderungen durchführen, dass diese Änderungen direkt in alle Ansichten mit übertragen werden.
Heißt, so wie wir das auf dem Bild hier sehen, Sie arbeiten beispielsweise links oben in dem Grundriss und wenn Sie in diesem Grundriss arbeiten und Änderungen durchführen, dann sollen die automatisch auch aktualisiert werden in den verschiedenen Ansichten. Das heißt, Sie können genauso gut aber auch in der Auswertung, also in der Bauteilliste arbeiten. Änderungen, die Sie hier durchführen, übertragen sich auch direkt wieder auf die anderen Ansichten. Und das ist eben wichtig, das sagen uns ganz viele Kunden, dass es dadurch viel weniger Fehler später auf der Baustelle gibt, auf den Plänen, weil irgendeiner nicht vergessen konnte, etwas zu aktualisieren, weil diese Aktualisierungen direkt immer mit durchgeführt werden. Ja, und das Ganze ist deswegen, weil es zentral gespeichert wird. Hier steht jetzt Revit-Datenbank, aber das können Sie sich ganz einfach vorstellen als eine Revit-Datei, wie eine Excel-Datei. Excel-Datei ist auch ein Datenbankformat und genauso funktioniert Revit auch. Ja, das heißt, das Format bietet Ihnen eine unglaublich kleine Größe für das gesamte Projekt und in diesem Projekt oder in diesem Format werden einfach nur die Ansichten aus den verschiedenen Richtungen, also wie der Grundriss, wie die Ansicht, wie der Schnitt oder auch die Bauteilliste noch mit dargestellt. Und deswegen ist alles nur ein einziges Mal da und egal in welcher Ansicht Sie arbeiten, wird es dann noch direkt mit aktualisiert. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Das heißt, ich nehme jetzt einfach diese Wand und bearbeite diese Wand. Ja, einfach nur als einfaches Beispiel, auch von der Durchgängigkeit her. Durchgängig bedeutet viel, viel mehr. Durchgängig heißt auch, dass Sie in Revit immer wieder, wenn ich so ein 3D-Objekt wie diese Wand bearbeite, auf 2D-Objekte oder auf 2D-Linien zurückkomme. Ja, das heißt, das ist jetzt eine ganz einfache 2D-Skizze, die ich hier habe. Und mit dieser Skizze möchte ich jetzt hier arbeiten und nur ganz einfach diese Wand hier einfach mal verändern. Das heißt, ich bearbeite die einfach, ich lege jetzt hier einfach mal nur noch ein Spline mit dran, dass wir hier, das machen wir nochmal neu, dass ich hier den richtigen Abschluss habe. Da habe ich mich einmal verklickt, wollen wir, dass das Ganze hinterher wieder abgeschlossen ist. So, da gehe ich rein und ich übertreibe es mal. Ich nehme jetzt hier auch noch eine Öffnung mit dazu, eine elliptische Öffnung, die ich hier auch noch mit reinlegen möchte und schließe das Ganze hier mit ab. So, das ist die neue Wand, die ich gerade erstellt habe. Ist sicherlich keine Wand, die Sie normalerweise erzeugen, soll in dem Fall auch nur sein oder zeigen, dass ich jederzeit das Profil verändern kann und dass Sie immer wieder in diese 2D-Skizzen reinkommen und dort Änderungen machen können. Und das ist häufig, dass viele Kunden sagen, naja, 3D ist einfach kompliziert oder stelle ich mir kompliziert vor und da möchten wir Ihnen einfach das Ganze nehmen und Ihnen zeigen, ja, Sie haben weiterhin immer wieder diesen Skizzenmodus, sodass Sie dann doch wieder 2D arbeiten. Und ich glaube, das macht es sehr einfach, in diesem Fall jetzt sogar in dieser 3D-Ansicht. Und wenn ich mir das jetzt anschaue und in einen Plan beispielsweise gehe, dann haben wir hier diesen Plan. Und in diesem Plan möchte ich jetzt genau diese Ansicht noch mit einfügen. Sie sehen, in dem Plan ist die Wand hier und hier auch schon verändert, so wie wir das hier gemacht haben. Wenn ich jetzt hier diese nächste Ansicht, die ich gerade erzeugt habe, auch noch mit reinbringe, dann können wir dort diese zweite oder diese dritte Ansicht dann auch noch mit sehen. Und auch das wiederum ist durchgängig, es funktioniert einfach. Wir haben jetzt keinen Planbereich und keinen Zeichenbereich. Das ist einfach ein Blatt Papier und auf dieses Blatt Papier ziehe ich per Drag and Drop diese neue Ansicht mit rüber. Je nachdem, was ich für einen Maßstab eingestellt habe, platziere ich sie dann auch sofort in einem richtigen Maßstab. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier diese Ansicht noch mit platziert und kann das Ganze hier noch ein klein bisschen ausrichten und hier ist jetzt alles vorhanden. Wenn ich jetzt reingehe und sage, naja, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen albern, was ich hier gemacht habe mit dieser Wand, dann kann ich wiederum in jede Ansicht reingehen und kann das Ganze wieder verändern. Das heißt, ich würde jetzt hier einfach in diese Wand wieder reingehen, in dem Fall in der Ansicht und sage, ich setze dieses Profil einfach wieder zurück, so wie es vorher war. Und Sie sehen schon, dass es in allen anderen Ansichten automatisch wieder mit zurückgesetzt wird. Das ist so das Prinzip, wo Sie sehen, es können keine Fehler auftreten, weil in irgendeiner Ansicht, in irgendeinem Grundriss etwas nicht aktualisiert wurde. Es ist immer dasselbe Objekt, was wir komplett durch das gesamte Projekt einfach hier auch verwenden. So, und vielleicht möchten wir das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter durchziehen. Das heißt, durchziehen ist gut, diese Wand, die ich einfach noch nach oben verlängern möchte. Das heißt, ich möchte die vielleicht hier bis zu dieser Geschossebene laufen lassen. Dann kann ich das jederzeit machen. Ich habe also eine Wand, die wieder durchgängig nicht nur für ein Geschoss ist, sondern auch über mehrere Geschosse laufen kann. Sie sehen, ich habe die jetzt im Moment manuell auf 2 Meter eingestellt und ich verändere das jetzt mal. Ich sage jetzt diese Ebene, ich übertreibe es auch hier nochmal wieder, diese Wand geht bis zur Ebene vom Dach. Ja, und diese Ebenen sind einfach nur horizontale Schnitte. Sie können diese horizontalen Schnitte hier theoretisch durch diese blauen Linien schon sehen. Und ich habe jetzt dieser Wand gesagt, sie geht hoch bis zum Dach. In diesem Fall sehen Sie, sie geht durch diese Geschossdecke durch, das passt. Hier sieht man es nicht, weil da haben wir einen 3D-Schnitt, in dem wir das Ganze mit dargestellt haben. Schauen wir uns das Ganze jetzt aber einfach mal in einer anderen 3D-Ansicht an, dass wir das hier erkennen können, was hier mit dargestellt wurde. So, hier ist jetzt diese Geschossdecke, nein, diese Wand,
die wir sehen, wo ich gesagt habe, sie geht bei der Bibliothek wirklich bis oben hin. Also viel zu weit, logischerweise, was völlig klar ist. Aber auf der anderen Seite können wir wirklich erkennen, ja, wir können komplett geschossübergreifend arbeiten, genauso wie ich es mir vorstelle. Ja, wenn Sie sich die Ebenen eingestellt haben, dann können Sie jederzeit sagen, gerade bei dieser Fassade ist es sehr interessant, die geht nicht nur über ein Geschoss und ich muss sie nicht hochkopieren, sondern ich möchte, dass diese Fassade über die komplette Außenwand einfach verläuft. Und das ist eben genau dieser wichtige Punkt, den wir hier drin haben. In dem Fall sage ich, ist viel zu hoch, so hoch darf sie gar nicht sein, also fixiere ich sie einfach und wähle dann in dem Fall die Geschossdecke, die ich hier unten habe und damit habe ich jetzt diese Decke an der Geschossdecke auch wieder ja, limitiert oder fixiert. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe in meinem Plan, dann kann ich das hier wieder sehen, dass die Wand wieder die richtige Höhe in dem Fall hat, sodass sie hier wieder fixiert ist. Ja, so läuft diese Durchgängigkeit, wie wir das hier haben. Und vielleicht noch ein Beispiel, wenn ich hier noch eine Tür einsetze. Ich gehe mal hier rein und sage, hier möchte ich jetzt noch eine Tür mit einsetzen, die ich hier platziere. Auch da sehen Sie, die Tür ist sofort in allen anderen Ansichten sichtbar und auch in der Bauteilliste, ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, in der Bauteilliste, wenn ich das hier einfach wieder rückgängig mache, sehen Sie, dass diese Bauteilliste direkt mit wächst, dass die Tür dort hinzugefügt wird. Und wie gesagt, ich kann jetzt sogar in die Bauteilliste reingehen und kann dort diese Tür verändern, kann einfach den Typ der Tür austauschen oder kann andere Änderungen dann hier drin vornehmen. Das vielleicht als ersten Schritt der Durchgängigkeit. Als zweiten Schritt möchte ich nochmal reingehen und möchte jetzt beispielsweise in einen Schnitt gehen. Das heißt, ich habe einen Schnitt gezeigt oder erstellt in diesem Fall und möchte jetzt neben diesem Schnitt auch diese 3D-Ansicht mir wieder anzeigen lassen. Das heißt, dann gehe ich hier wieder rein, lasse mir in dem Fall einfach zwei Ansichten nebeneinander anzeigen und zoome in dem Fall hier auf der linken Seite mal rein, dass wir hier diese Lamellen erkennen. Und hier auf der rechten Seite sehen wir diese Ebenen, von denen ich eben gesprochen habe. Diese Ebenen sind, wie gesagt, einfach horizontale Schnitte durch das Gebäude. Und mit einem Doppelklick springe ich dann in den Grundriss hier mit rein, wenn ich das Ganze möchte. Und dann schaue ich einfach von beispielsweise 1,20 Meter nach unten und habe damit diesen Grundriss. Das heißt aber auch trotzdem, dass wenn ich jetzt Änderungen hier durchführe, und da zoome ich jetzt einfach ein kleines bisschen raus, dass wir das hier erkennen können, wenn ich jetzt hier von der Durchgängigkeit spreche und sage, okay, ich möchte jetzt hier eine Änderung machen. Diese Geschosshöhe oder Ebene liegt nicht auf 18,20 Meter, die stelle ich mal auf 18,40 Meter beispielsweise um. Da lasse ich das Ganze berechnen. Es dauert jetzt ein paar Sekunden, dass er das berechnet und Sie erkennen, was passiert. Er nimmt die gesamte Geschossdecke und alles, was wirklich an dieser Geschossdecke dranhängt, das heißt alle Türen, alle Wände, alles, was sich wirklich an dieser Geschossdecke befindet, wird direkt mitgebracht. Unten sehen Sie jetzt eine Warnung, die hier gerade aufgetreten ist und diese Warnung sagt, Achtung, es gibt drei Warnungen insgesamt, eine Treppe und bei der Treppe soll ich jetzt bitte auf diese Steigungen achten. Die Anzahl der Steigungen unterscheidet sich von der gewünschten Anzahl. Das heißt, da kann ich jetzt selber wählen, was mache ich jetzt mit dieser Treppe? Wie kann ich die jetzt verändern? Nehme ich da noch ein paar Steigungen dazu oder verändere ich das, nehme ein paar Steigungen und verändere einfach die komplette Treppe? Und das sind einfach Möglichkeiten, die es mir jetzt hier bietet. Ich könnte mir das jetzt direkt anzeigen lassen. Sie sehen, das ist dreimal, dass wir hier eine Treppe haben, die hier verändert worden ist. Vielleicht mache ich das Ganze mal rückgängig, dass Sie einfach diese Änderung nochmal sehen, weil das ist beim ersten Mal sehr schwer zu sehen. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, dann können Sie das auch im 3D sehen. Ja, das heißt, auch hier oben diese Lamellen, die alle von dieser Geschossdecke abhängig sind, also von der Höhe des Geschosses, die verändern sich direkt mit. Ich lasse mal hier die Maus, dass Sie einfach hier diese Veränderung sehen und vielleicht auch auf der rechten Seite können Sie erkennen, dass wenn ich das wieder rückgängig mache, dass hier dass die Geländer, dass hier einfach die gesamten Geschossdecken, die Aufbauten, dass alles dort einfach mit verändert wird. Ich denke, auch das zeigt sehr gut diese Durchgängigkeit, die wir im Revit hier drin haben und mit der wir hier arbeiten können und mit der eben Änderungen auch sehr schnell durchgeführt werden können. Weil das ist das Wichtige. Sie haben irgendwelche Änderungen zum späten Zeitpunkt, wo einfach Geschosshöhen nochmal verändert werden müssen und das können Sie jederzeit durchführen, weil es Ihnen einfach Revit ermöglicht, durchgängig darin zu arbeiten. Nächsten Schritt, wenn wir hier wieder reinkommen, das heißt die Durchgängigkeit haben wir gerade erwähnt, wenn wir auf die Parametrik zu sprechen kommen. Parametrik ist ein wichtiger Punkt, der Ihnen auch wieder hilft, schneller zu arbeiten, besser zu arbeiten, weniger Bibliotheksbauteile beispielsweise zu benötigen und schneller zu arbeiten vor allem auch und intelligenter vor allem auch zu arbeiten. Hinten auf dem Bild sehen Sie auch, sehen Sie ein Beispiel von einem Tisch auf der linken Seite, den zeigen wir Ihnen live und auf der rechten Seite heißt es aber genauso, dass es mit allen Objekten logischerweise geht. Das heißt, es geht nicht nur mit Möbeln, es geht genauso auch mit Tragwerkselementen. Sie können alles wirklich sehr intelligent erstellen. Und das Wichtige dabei ist,
Sie müssen das nicht programmieren, sondern es ist einfach eine Modellierung von diesem Tisch hier beispielsweise. Und diesem Tisch geben Sie dann verschiedene Parameter mit, verschiedene Objekte mit, also verschiedene Eigenschaften mit, sodass Sie das Ganze intelligent machen können. Ich gehe einfach mal darauf ein, das heißt, wenn ich diesen Tisch hier habe und mal auf die Eigenschaften gehe, dann sehen Sie, er hat im Moment hier eine Tiefe von 1 Meter und eine Länge von 2,20 Meter. Wenn ich das Ganze jetzt verändere und ich sage einfach, der Tisch hat jetzt nur eine Breite von 1,50 Meter, dann erkennen Sie, wie intelligent das ist, dass das System den Tisch schmaler macht und aber auch sofort weiß, aha, ich brauche nicht mehr 4 Stühle, ich habe hier nur noch 2 Stühle mit dabei. Das sind so diese Punkte, die sehr einfach hier mit einzugeben sind, ohne dass Sie es programmieren müssen, wie ich es gerade erwähnt habe. Sie können genauso gut sagen, ich tausche einfach diesen Stuhl aus, ich möchte einen anderen Stuhl hier drin haben. Jetzt sehen Sie, jetzt habe ich hier einen anderen Stuhl reingemacht. Mache das Ganze nochmal wieder größer, jetzt machen wir den Tisch auf 3,50 Meter beispielsweise und dann erkennen Sie, jetzt bleiben diese Stühle, die Tischplatte wird insgesamt größer und Sie sehen, ab einer Größe von 3,50 Meter bekomme ich hier auch noch ein paar Gläser und eine Flasche Wein mit auf den Tisch. Das sind einfach nur Ideen. Das heißt, das ist ein einziges Bibliotheksportal und wir haben es intelligent gemacht, einfach nur über Abhängigkeiten. Ich gehe einfach mal ganz kurz drauf, indem ich das bearbeite, dass Sie es einfach nur sehen, dass da keine Programmierung dahinter steckt, sondern dass es in dem Fall einfach nur eine Modellierung ist. Ja, wenn ich jetzt hier etwas dran verändern möchte an diesem Tisch, dann kann ich hier jederzeit reingehen und kann sagen, ich bearbeite diese Extrusion und Sie sehen, wir kommen wieder auf diesen Skizzenmodus zurück und hier drin runde ich jetzt einfach nur diese Tischkante ab. Ja, ganz einfache Änderung, die Sie hier dran machen können und speichere das Ganze jetzt wieder zurück. Und das mache ich jetzt auch einfach. Ich speichere das, schließe das Ganze, überschreibe die Version hier. Und schaue mir dann an, dass ich hier diese Kante, die ich gerade geändert habe, dass ich die wieder sehen kann. Ja, vielleicht sehen Sie es hier auf der rechten Seite. Dort habe ich jetzt diese Rundung hier wieder mit reingebracht. Ja, das sind so diese Möglichkeiten, um Ihnen zu zeigen, wie schnell so etwas erstellt werden kann. Neben diesen Parametern von Objekten selber haben wir genauso die Möglichkeit, aber auch in andere Bereiche zu gehen und diese Parametrik noch mit darzustellen. Wenn ich mal jetzt hier in diese Ebene 1 reinkomme und mich hier ein bisschen reinzoome, dann können wir das hier auch wunderbar erkennen. Hier ist jetzt auch dieser Tisch beispielsweise. Und da ist diese Rundung mit drin. Ich habe es jetzt hier überblendet noch. Sie sehen, ich habe das Ganze hier in dem Fall noch rechteckig gehalten. Ich habe aber die Möglichkeit, jetzt auch hier zum Beispiel zu sagen, ich ziehe einfach an diesem Tisch, mache den einfach größer oder kleiner, sodass sich dann auch hier diese Änderung ergeben. Das sind auch Möglichkeiten. Was ich aber hier eher zeigen wollte, ist, dass die Parametrik mir auch hilft, beispielsweise diese Räume gleich auszurichten, mit einer gleichen Größe zu haben. Ja, ich gehe jetzt hier einfach mal drauf. Sie sehen, ich habe hier unten eine Bemaßung und gehe auf dieses EQ-Zeichen für Equal. Das heißt, ich gleiche das Ganze jetzt hier einfach aus und habe jetzt hier überall die gleichen Abstände. Das heißt, diese Tische sind überall mittig im Raum und diese Räume haben alle die gleiche Raumgröße. Das ist genauso eine Möglichkeit, die es Ihnen erlaubt, sehr schnell darin zu arbeiten. Was in dem Fall nicht mitgegangen ist, sind die Türen. Da wollte ich auch gar nicht, dass sie mittig bleiben. Ich will, dass sie einen Abstand von 50 cm hier haben. Und auch das ist eine neue Möglichkeit, die wir im Revit haben, wo Sie sehen, ah, okay, ich habe auch hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte den Abstand von der Wand zur Tür steuern. Und zwar nicht nur für ein Bauteil, sondern ich kann das global über das gesamte Projekt machen. Wiederum als ein Beispiel. Sie können sich also selber Parameter überlegen, Abstände überlegen oder bestimmte Werte überlegen, die Sie dann hier drüber steuern kann. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehen Sie, ah, ich kann jetzt diesen Wert ändern. Ich möchte, dass der Abstand im gesamten Projekt von der Wand zur Tür, überall da, wo ich das eingestellt habe, diesen Parameter, möchte ich, dass der 30 cm ist. Ich kann genauso gut aber auch anstatt dieser 0,3 hier sofort 30 cm eingeben. Ja, einfach so, wie Sie selber in den Einheiten denken, so geben Sie das ein. So einfach soll es einfach für Sie funktionieren. So, und dann schließe ich das Ganze ab und jetzt sehen Sie, überall ist jetzt dieser Abstand von der Wand zur Tür auf 30 cm verändert worden. Das sind so diese Punkte, wo ich Ihnen einfach die Parametrik erklären möchte oder wollte, wie einfach das im Revit wirklich funktioniert und wie schnell Sie so etwas selber auch mit erstellen können. Gut, nächsten Schritt gehen wir zum Entwurf bis zur Werkplanung und schauen uns das hier an. Ja, das heißt, uns ist wichtig, dass wir ganz klar Vorentwürfe, Entwürfe mit Revit sehr schnell erstellen können. Wir können Gebäude formen, mit Körperelementen erstellen und mit diesen Körperelementen haben wir dann sofort Auswertungen, dass Sie Bruttorauminhalte beispielsweise erstellen können, dass Volumen, Flächen direkt mit ausgewertet werden können, eben aus diesen Körperfamilien schon. Und daraus kann sich dann aber das Ganze weiterentwickeln. Sie können auf diese Körper, Sie sehen es im Bild, so teilweise, dann werden Geschossdecken eingezogen, es werden einfach auf diese Körper
Fassaden gelegt, Wände gelegt und so weiter. Und dann können wir wirklich von da aus durchgehen bis zur Werkplanung. Sie müssen das logischerweise nicht machen. Sie können auch ganz normal in einem Grundriss anfangen und dort mit Wänden arbeiten und mit Türen, mit Bemaßungen und das Ganze immer weiter verfeinern. Trotzdem möchte ich Ihnen das einmal zeigen, wie wir durchgehen können und so etwas erstellen können. Das heißt, ich möchte einfach mal im Entwurf als ersten Punkt loslegen, was wir als Entwurf hier erstellen können. Und da gehe ich jetzt einfach mal in eine 3D-Ansicht rein. Und in dieser 3D-Ansicht möchte ich jetzt einfach mal eine Freiformfläche erstellen und möchte daraus etwas entwickeln. Das heißt, ich schaue hier einfach mal von oben drauf. Sie sehen, ich habe mir das ein bisschen zurechtgeschnitten, diese komplette Bibliothek. Und hier drin erstelle ich mir jetzt einfach ein Körpermodell. Und dieses Körpermodell, ich nenne das Ganze jetzt Pavillon. Und hier drin zeichne ich mir jetzt ganz einfach zunächst einfach mal ein paar Linien. Und diese Linien lege ich direkt auf eine spezielle Ebene. Das ist genauso eine Ebene, die wir vorher auch hatten. Das heißt, diese horizontalen Schnitte, die dann später auch für den Grundriss wieder gelten. Das heißt, und mach das Ganze nochmal. So, also ich lege mir drei Punkte hier rein und habe einfach drei verschiedene Linienzüge, die ich hier erstellen möchte, und an diesen Linienzügen dort möchte ich hinterher mein Dach ausrichten. So, die habe ich jetzt auf diese Ebene gelegt. Schauen wir uns das Ganze hier von der Seite an. Und im Moment liegt das noch alles sehr flach, aber jetzt nehme ich einfach diese drei Splines, so diese drei Linien, verbinde die und erstelle mir hieraus eine Form. Das ist eine Fläche, die ich erstellt habe. So, und diese Fläche möchte ich jetzt aber weiter bearbeiten. Das heißt, ich gehe hier drauf und sage, ich möchte mir das Ganze im Röntgenmodus sozusagen anschauen und jetzt kann ich das hier weiter bearbeiten. Ja, ich kann zum Beispiel noch ein Profil hier hinzufügen, dass ich dann noch weitere Objekte hier drin habe, an denen ich jetzt ziehen und zupfen kann. Und jetzt gehe ich einfach rein und sage, na, ich möchte, dass diese Fläche hier ein bisschen höher ist, dass die einfach hier gekrümmter ist. Und ich kann jetzt an jeden einzelnen Punkt hier angreifen und kann das Ganze verziehen und verändern, so wie ich das wirklich haben möchte. Ja, also ich kann entweder die gesamte Fläche nehmen, ich kann hier komplette Kanten verändern, die ich hier verziehen kann, ich kann einzelne Punkte ändern. Ich habe NURBS-ähnliche Möglichkeiten hier drin, das Ganze wirklich anzupassen und immer weiter zu verfeinern und die Fläche wirklich so zu erstellen, wie ich das wirklich haben möchte. Ja, ich ziehe das hier nochmal ein bisschen runter, gehe einfach hier an die einzelnen Punkte dran, bis das Dach wirklich so ist, wie ich es mir wirklich vorgestellt habe. Ja, das ist jetzt ganz einfach bearbeitet, logischerweise nur, aber das kann noch viel komplexer auch erfolgen. Nachdem ich das erstellt habe, ist jetzt hier diese Fläche, diese Form zumindest, oder diese Fläche fertig, und auf diese Fläche lege ich jetzt einfach mein Dach. Das heißt, ich gehe hier drauf und sage, ich lege hier drauf ein Dach, was ich hierfür haben möchte, die Ziegeleindeckung von mir aus ist vielleicht das nicht das, was ich normalerweise dann nehmen würde, aber das spielt jetzt mal keine Rolle. Die lege ich jetzt hier mit drauf und blende in dem Fall mir diese Fläche im Hintergrund wieder aus und habe jetzt hier einfach eine Ziegeleindeckung schon erstellt. So, hier dran möchte ich jetzt eben auch Wände ausrichten. Das heißt, ich gehe hier nochmal wieder von oben drauf und lege mir jetzt hier unten Wände rein und mit diesen Wänden, die sollen sich dann logischerweise auch ins Dach hinterher anpassen. So, und da schauen wir jetzt, dass wir diese Wände hier erstellen. Das heißt, die lasse ich direkt von der Seeebene loslegen und dann nehme ich jetzt erstmal, ich nehme einfach mal eine Mauerwerkswand als erstes und erstelle jetzt hier einfach mal vier Wände. Ich mache die mal so einigermaßen gekrümmt, dass es hier einigermaßen zu diesem Pavillon auch mitpasst und dann schließe ich das Ganze hier hinten noch wieder ab. Das ist jetzt nicht hundertprozentig, aber es zeigt recht schnell, wie ich hier das Ganze mit erstellen kann. So, und Sie sehen, das passt logischerweise noch nicht. Das heißt, diese Wände sind im Moment noch nicht an diesem Dach angepasst. Also nehme ich alle diese Wände einfach, das haben wir eben schon gesehen, ich fixiere die einfach an diesem Dach. Und in dem Fall sind wirklich alle Wände hier komplett mit angeschlossen. Und wenn wir uns das in der Bauteilliste anschauen, dann ist hier auch das Volumen und die Flächen der Wände direkt wieder mit aktuell. Ja, das, was ich eventuell jetzt hier noch anders machen möchte, mir gefällt jetzt keine Mauerwerkswand. Ich nehme jetzt hier noch eine Wand mit Fassaden beispielsweise. Mir ist klar, dass wenn ich diese Fassaden hier erstelle, dass ich dann noch Stützen da drin brauche, aber das würde jetzt nicht tragen. Aber wenn wir uns das jetzt hier von dem Pavillon vorstellen, denke ich mal, zeigt das recht schnell, wie wir zu so einem Ergebnis kommen und wie es von hier aus dann eben weitergeht, auch in die weiteren Leistungsphasen bis zur Werkplanung eben mit durch. Gut, das war der erste Schritt. Schauen wir uns jetzt noch den Bereich der Werkplanung wirklich selber an. Wir waren eben schon in diesem Bereich von
diesen drei Räumen. Wenn ich hier ein bisschen weiter nach oben gehe, dann sehen Sie, ich habe hier noch eine Toilettenanlage beispielsweise weiter geplant und sicherlich ist das noch keine Werkplanung. Hier können wir jetzt immer weiter reingehen und können das noch weiter verfeinern. Ich habe einfach diesen Ausschnitt mal auf einen Plan gebracht und in diesem Plan das Ganze noch weiter verfeinert. Das heißt, einfach Bemaßungen noch mit angegeben, die Ihnen einfach helfen, hier das Ganze immer weiter zu detaillieren. Und auch diese Bemaßungen sind intelligent. Das heißt, bei so einer Bemaßung, wenn ich die mal hier drauflege, wenn ich eine neue Bemaßung erstelle, dann können Sie jederzeit sagen, ich möchte die komplette Wand bemaßen, ich möchte das Ganze eventuell mit einer Öffnung bemaßen und jetzt wähle ich einfach nur diese Wand an und Sie sehen, hier werden mir diese Bemaßungen schon direkt mit angezeigt, mit den Höhen der Öffnungen beispielsweise, die ich dann auch hier direkt mitbekomme. Und so kann ich hier sehr schnell die kompletten Bemaßungen anlegen und ganz klar ist auch, dass wenn ich eine Veränderung durchführe, dann kann ich beispielsweise diese Veränderung auch über die Bemaßung durchführen. Ja, Sie sehen, ich habe jetzt diese Wand einfach angewählt und das könnte ich sagen, na, das sind nicht 5,64 Meter, das sind 6 Meter, die ich hier habe. Dann verändere ich über das Maß einfach diese Ausrichtung des Objektes. Und auch das hilft Ihnen sehr schnell zu arbeiten. Sie müssen das Ganze nicht verschieben von Punkt bis Punkt. Das bringt Ihnen einfach sehr schnell die Möglichkeit, hier immer tiefer noch mit reinzugehen. So, neben diesen Objekten, die ich jetzt hier beschriftet habe, neben den Türen, die alle mit da drin sind, habe ich eben auch hier mal ein Fenster noch mit dargestellt. Und dieses Fenster ist schon recht gut detailliert, aber vielleicht reicht es uns noch nicht. Ich möchte das Ganze jetzt noch weiter detaillieren oder ich möchte hier einfach noch weitere Objekte hinzufügen. Und das ist jetzt genau das, wo es in Revit wirklich die Kombination gibt. Das heißt 2D und 3D, die miteinander kombiniert werden. Ja, ich mache das mal, das heißt, ich füge einfach mal eine neue Ansicht ein und sage, ich möchte hier dieses Fenster weiter detaillieren und gehe jetzt hier wiederum mit einem Doppelklick einfach drauf. Das ist wie ein Hyperlink im Internet, wo Sie es sehen, das Ganze ist blau hinterlegt. Ich mache einen Doppelklick hier rein und springe dann direkt in diese Ansicht mit rein. So, das ist das Fenster, was wir jetzt hier gerade auch schon gehabt haben. Wenn ich jetzt mal hier das Ganze umstelle, dann kann ich jetzt sagen, das ist jetzt vielleicht nicht das Detail, was ich sehen möchte. Ich möchte jetzt hier etwas anderes sehen. Also blende ich das in diesem Fall einfach mal aus. Ich möchte dieses Fenster jetzt hier gerade gar nicht sehen. Habe aber hierfür ein 2D-Detail, was ich einsetzen möchte. Ja, und dann mache ich das. Ich wähle mir das Ganze hier noch aus. Genau, da habe ich jetzt ein 2D-Detail, was ich eventuell auch aus dem AutoCAD habe, was ich hier einfügen möchte. Ja, das nehme ich und füge das Ganze hier einfach mit dazu. Und auch hier wiederum, ja, auch hier, ich habe es noch nicht gezeigt, aber hier habe ich ein Schloss, was ich schließen kann, sodass ich hier auch 2D und 3D wieder miteinander kombinieren kann. Ja, ich mache das hier auf der rechten Seite auch nochmal. Ich kann das also auch beispielsweise ausrichten. Auch eine wunderbare Funktion, die es Ihnen erlaubt, sehr schnell und sehr einfach zu arbeiten. An diese Kante vom Fenster hätte ich gerne dieses 2D-Detail ausgerichtet und ich möchte das hier sperren. Und hier vorne schließe ich das Fenster auch nochmal mit an, dass wir das auch hier dran haben. So, und was passiert jetzt? Das ist mein 2D-Detail, was ich erstellt habe und dieses 2D-Detail möchte ich aber noch austauschen oder verändern, indem ich jetzt hier schaue, dass ich das Fenster beispielsweise vergrößere. Ich möchte jetzt hier das Originalfenster nehmen und möchte das Originalfenster einfach mal verändern. Das ist jetzt beispielsweise nicht 88,5, das ist jetzt zum Beispiel 1,1 Meter breit. Und ich mache das mal, ich verändere das und Sie sehen, eventuell immer nur im Hintergrund, dass sich das Ganze auch mit angepasst hat. Ja, das heißt, auch mein 2D-Detail hat sich mit vergrößert. Dadurch haben Sie wirklich die Möglichkeit, 2D und 3D zu kombinieren. Ja, ich mache das mal wieder rückgängig, dass wir das sehen können. Jetzt sehen Sie das hier in einem versteckten Modus gerade, indem wir das hier einfach mit anpassen und verändern können. Okay. Ja, das heißt, dass ich Ihnen einfach hiermit sehr schnell darstellen wollte, wie wir 2D und 3D kombinieren können, wie Sie die Möglichkeit haben, auch immer tiefer in die Werkplanung mit reinzugehen, das Ganze zu bemaßen, zu beschriften und einfach ja, immer tiefer wirklich in diese Details mit reinzukommen. Vielleicht noch ein letzter Punkt hierzu, was ich auch noch immer ganz wichtig und interessant finde, auch diese Wand. Wir haben ja extra den Schatten eingestellt, damit Sie sehen, es ist nicht nur ein einfacher 2D-Grundriss, wir haben immer das 3D-Modell, was hier auch im Hintergrund noch mitliegt. Ja, und das kann ich in zwei Schritten einmal ganz kurz zeigen, indem ich hier einfach sage, ich schalte einfach mal ganz kurz meinen Zuschneiderbereich aus. Und Sie sehen, das gesamte Modell kommt in dem Fall hier wieder zum Vorschein. Ja, es ist einfach nur ein Ausschnitt aus dem Modell, was wir hier noch mit erzeugt haben. Und zu guter Letzt, dass wir das auch sehen, dass es durchgängig ist, wenn ich das beschrifte und möchte beispielsweise mal wissen, was ich hier für ein Material habe, dann sehen Sie, ah, der kennt automatisch, das ist beispielsweise Beton, C2530.
Ja, oder hier hinten habe ich die Wärmedämmung, hier habe ich eine Gipskarton beispielsweise. Alles, was mir hier mit dargestellt wird. Und so kann ich das beschriften, weil diese Informationen von vornherein schon da sind, sobald ich das in diese Wände noch mit eingebe und mit eintrage. Gut, das als die Schritte vom Entwurf bis zur Werkplanung. Und beim nächsten Schritt, von den Varianten, übergebe ich das Ganze dann an meine Kollegin, die Leila. So, wir kommen jetzt zu dem Thema Varianten. Wie wir alle wissen, sind Varianten ein sehr wichtiges Thema in der Planung, denn ein Design verändert sich in der Regel immer wieder mal während der Planungszeit und Revit bietet Ihnen hier die Möglichkeit, in einem Revit-Modell mit verschiedenen Varianten zu arbeiten. Das bedeutet, dass Sie im Endeffekt nicht jedes Mal, wenn Sie eine neue Variante haben, ein Modell neu speichern müssen, sondern Sie können ihm dem gleichen Revit-Modell ihre Varianten so hinterlegen, dass Sie in jeder Revit-Ansicht die Möglichkeit haben, zwischen diesen Varianten zu schalten. Genauso haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, in den Bauteillisten bzw. in sonstigen Revit-Auswertungen zwischen diesen Varianten hin und her zu wechseln. Wie das genau funktioniert, möchte ich Ihnen jetzt hier an dieser Stelle live zeigen. Ich habe in diesem Modell schon zwei Varianten hinterlegt. Und habe jetzt die Möglichkeit, unten in der Leiste zwischen diesen zwei Varianten zu wechseln. Das heißt, wie Sie hier sehen, habe ich hier eben zwei Designs hinterlegt. Ein Design ist dabei immer das primäre Design, das heißt das Design, was mir eben standardmäßig auch immer im Revit angezeigt wird. Und ich kann dazu noch beliebig viele zusätzliche Varianten auch definieren. Wenn ich jetzt zwischen diesen Varianten schalten möchte, wechsle ich einfach in meine gewünschte Revit-Ansicht und habe hier die Möglichkeit, an dem Regler dann einfach meine Variante zu wählen. Wie Sie hier sehen, sobald ich das tue, verändert sich mein Modell. In diesem Fall habe ich jetzt auf einmal einen Deckendurchbruch, ich habe ein Geländer, ich habe eine Treppe und ich habe sogar ein Trampolin, das diesen neu gewonnenen Luftraum auch ausnutzt. Ich kann jetzt natürlich mit dieser Variante weiterarbeiten, ich kann sie weiter verändern, ich kann noch zusätzliche Bauteile zu dieser Variante hinzufügen und kann dabei natürlich jederzeit auch zwischen den Varianten hin und her schalten. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu der Variante 2 eine Wand hinzufügen möchten, können wir das direkt in der Variante auch machen. Dadurch wird die Wand dann auch automatisch dieser Variante zugewiesen. Und das bedeutet, wenn ich jetzt in meine Variante 1 wechsle, ist diese Wand nicht mehr sichtbar, weil sie eben nur bei der Variante 2 vorkommt. Genauso kann ich allerdings auch Bauteile, die schon in meinem Modell vorhanden sind, zwischen den einzelnen Varianten auch hin und her kopieren. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel hier diese Stütze nehmen kann und diese kann ich jetzt in dem Fall meiner Variante 2 zuordnen. Dadurch wird im Endeffekt eine Kopie von dieser Stütze in der Variante 2 auch hergestellt und wenn ich jetzt nochmal in meiner ursprünglichen Variante diese Stütze verändere oder sogar herauslösche, bleibt davon meine Kopie in der Variante 2 eben auch unberührt. Zusätzlich haben Sie natürlich die Möglichkeit, wie schon auch erwähnt, sich weitere Varianten zu definieren und jederzeit jede dieser Varianten zu einer primären Variante zu machen. Wenn Sie dann mit der Planung fertig sind, dann können Sie natürlich alle nicht genutzten oder nicht mehr benötigten Varianten aus dem Modell auch entfernen. Somit kommen wir auch zu dem zweiten Thema, das Raumbuch, Flächenbuch, Gebäudebuch. Das ist natürlich speziell für uns in Deutschland ein sehr wichtiges Thema, denn hier geht es um die Flächen- und Mengenberechnung nach der DIN und nach der VOB. Hierzu haben wir im Revit verschiedene Module für Sie vorbereitet, die Ihnen helfen, diese Mengen und Flächen direkt aus dem Revit-Modell herzuleiten.
In dem Flächenbuch haben Sie die Möglichkeit, die Flächen nach der DIN 277 zu berechnen. Und Sie können natürlich auch die Voreinstellungen auch verändern, bevor Sie die Berechnung durchführen. Das bedeutet, Sie können die einzelnen in der DIN definierten Regeln auch nach Bedarf verändern und auch anpassen. Nach diesen Standards wird dann die Berechnung anhand von dem Revit-Modell durchgeführt und Sie bekommen am Ende eine Liste mit Ihren Flächen, die nach den DIN 277 Vorgaben auch berechnet wurden. Wenn Sie alle Standards und Voreinstellungen definiert haben, können Sie dann natürlich noch im Bereich DIN 277 die einzelnen Nutzungsgruppen für die Räume definieren. Und hierzu steht Ihnen die Möglichkeit Raum bearbeiten zur Verfügung. Das heißt, hier greifen Sie wirklich auf diese DIN 277 Vorgaben zu und haben zum Beispiel die Möglichkeit, die Flächenanrechenbarkeit, den Putzabzug, die Nutzfläche, die Gliederung und so weiter festzulegen. Wenn Sie das alles gemacht haben, können Sie die Berechnung anschließend auch durchführen und die Daten dann nach Microsoft Excel zum Beispiel herausschreiben. Die Daten werden natürlich gleichzeitig auch in dem Modell hinterlegt. Sie haben dann aber die Möglichkeit, in dem Excel dann wirklich die einzelnen Teilflächenberechnungen auch zu sehen und sehen sogar in der Skizze, wie sich die Teilflächen dann eben auch zusammensetzen. So viel zum Flächenbuch. Das zweite Modul, das ich Ihnen hier an dieser Stelle zeigen möchte, ist das Gebäudebuch. Mit dem Gebäudebuch haben Sie die Möglichkeit, die Bauteilmassen nach der VOB zu berechnen. Auch hier haben Sie natürlich direkten Zugriff auf die Berechnungseinstellungen. Das heißt, Sie können sie bei Bedarf auch in diesem Fall verändern und haben dann die Möglichkeit, die Berechnungen eben nach diesen Vorgaben durchzuführen. Wenn Sie die Vorgaben alle kontrolliert haben bzw. gegebenenfalls auch angepasst haben, können Sie die Berechnung durchführen. Und hier sehen wir, dass wir auch die Möglichkeit haben, hier direkt in dem Revit-Fenster als Vorschau schon mal die Berechnung zu sehen. Das heißt, ich kann mich hier bei den Wänden eben durch die Liste durchklicken und sehen, welche Mengen habe ich bei welchem Material und wie setzen sich die Mengen genau zusammen. Diese Liste kann ich natürlich auch wieder nach Microsoft Excel herausschreiben und habe dann hier nochmal die genaue Darstellung aller Mengen aufgeteilt in Tabellen nach den Bauteiltypen. Sie sehen hier jetzt nochmal die Wände, die wir vorhin auch in der Revit-Vorschau gesehen haben mit den genauen Mengen. Und zusätzlich haben wir zum Beispiel auch noch die Fenster, also alle Fenster, die eben in den berechneten Bauteilen vorkommen, Türen, auch inklusive einer kleinen 3D-Ansicht, wie Sie hier sehen, und der zugehörigen Flächen und allen Revit-Eigenschaften, die natürlich in dem Falle auch relevant sind. Auf diese Weise habe ich eine ganz genaue Materialaufstellung, die eben direkt aus dem Revit-Modell hergeleitet wurde. So viel zu dem Gebäudebuch. Das letzte Modul, das ich Ihnen an dieser Stelle zeigen möchte, ist das Raumbuchmodul. Hiermit haben wir die Möglichkeit, die Raummassen genau zu berechnen. Auch hier können wir auf die VOB-Standard zurückgreifen. Auch hier können wir natürlich die Vorgaben verändern. Das heißt, wenn Sie mit anderen Vorgaben in diesem Fall arbeiten möchten, können Sie diese hier auch hinterlegen und können dann anschließend die Berechnung durchführen. In diesem Fall steht uns sogar im Revit eine kleine 3D-Vorschau zur Verfügung, die wirklich sehr nützlich ist, weil sie uns genau zeigt, welche Wandflächen zum Beispiel genau bei der Berechnung mit berücksichtigt wurden. Bei dem Raumbuch werden logischerweise nur die Wandflächen berücksichtigt, die wirklich in den Raum hinein zeigen.
Da sehen wir hier auch an dieser Vorschau, das bedeutet, Sie bekommen wirklich die genaue Flächenauswertung aller der zum Raum zeigenden Flächen. An dieser Wand sieht man das ziemlich gut, dass wirklich nur die Fläche mit berücksichtigt wird, die zu der Wand, die zu dem Raum auch zeigt. Und auf der rechten Seite hier bleibt mir ein Streifen auch übrig, der eben sich nicht mehr in dem Raum befindet und daher auch bei der Berechnung nicht mit berücksichtigt wird. Wir können natürlich auch hier in diesem Fall die berechneten Daten nach Microsoft Excel herausschreiben und bekommen hier dann die genaue Zusammenfassung und Auflistung aller Flächen und natürlich aller raumabhängigen Bauteile, wie man hier sieht. Das heißt, wir bekommen alle Möbelstücke, die eben sich in dem Raum befinden und sehen hier auch eine kleine 3D-Ansicht von diesen Möbeln, die eben zu dem Raum dazu gehören. So viel zu dem Raumbuch. Ich hoffe, das hat Ihnen Spaß gemacht und ich gebe jetzt an dieser Stelle wieder zurück an den Jochen. Und ich teile wieder meinen Bildschirm. Schauen wir uns kurz, bis der Bildschirm da ist. Genau. Springen wir zu mir zurück und einen Punkt, den ich eben noch vergessen habe, den ich unbedingt noch zeigen wollte, zu der Werkplanung. Es geht ganz schnell, indem ich einfach nur sage, ich bin hier in meinem Plan und in dieser Werkplanung. Und wichtig ist, dass sobald ich ein Projekt erstelle, sobald ich Wendezeichen und sonstiges, dass ich für alle Objekte immer verschiedene Detaillierungsgrade habe, oben, ohne dass Sie die neu und zwei-, dreimal erstellen müssen. Ja, das heißt, ich kann einfach hier unten sagen, ich habe eine feine Detaillierung, so wie wir das jetzt hier gerade haben. Ich habe eine mittlere Detaillierung und in dieser mittleren Detaillierung sehen Sie, aha, jetzt wird mir beispielsweise schon dieses Fenster ganz anders dargestellt. Auch die Rahmen der Türen werden mir nicht mehr dargestellt. Und wenn ich das jetzt hier auf grob einstelle, dann sehen Sie, kriege ich das sofort nochmal wieder anders dargestellt. Na, die Wände werden jetzt einfach ja, nicht mehr schraffiert dargestellt, sondern sie werden einfach schwarz dargestellt und auch der Aufschlag der Türen ist beispielsweise anders und. Das wollte ich nur erwähnen, dass es aber wichtig ist, dass ich jederzeit das Ganze verändern kann in den Detaillierungsgraden und dass diese Detaillierungsgrade von vornherein hinterlegt sind. Gut, dann springen wir weiter zum nächsten Punkt. Der Punkt hier ist der BIM-Prozess. BIM ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wird immer wichtiger. Die Bundesregierung fordert es mittlerweile, zumindest schon für Infrastrukturprojekte, für den Hochbau wird es kommen, dass es einfach verpflichtend ist, dass Projekte mit BIM abgeliefert werden oder mit BIM erstellt werden oder im BIM-Format zunächst oder zu guter Letzt abgeliefert wird. Und dafür ist Revit sicherlich ein Produkt, was das sehr, sehr stark unterstützt. Und wir haben das jetzt hier BIM-Prozess 1 genannt oder das interne BIM-Workflow, den wir haben. Und da ist es ganz wichtig, einfach zu erwähnen, wir haben die Architektur, die Tragwerksplanung und die Gebäudetechnik in einer Software hier enthalten. Ja, das heißt, Revit bietet Ihnen alle Möglichkeiten, schon von diesen drei Fachbereichen, von diesen drei Industrien, die wir hier mit dabei haben. Und Sie sehen das hier oben, ich habe hier Architekturfunktionen, ich habe Ingenieurbaufunktionen, ich habe Gebäudetechnikfunktionen, mit denen Sie hier dran arbeiten können. Und hier drüber brauchen Sie keinen Datenaustausch, das heißt, Sie können das, wenn Sie möchten, sogar alles komplett in einer einzigen Datei machen. Sie haben aber genauso die Möglichkeit zu sagen, ja, wenn ich mit verschiedenen Fachplanern zusammenarbeite, dann möchte ich, dass die in einer eigenen Datei arbeiten und dann spielen Sie diese Daten ja, dem jeweiligen Beteiligten zu und Sie können die im Hintergrund verknüpfen und können dann damit arbeiten. Und wenn wir uns das mal hier anschauen, ich habe jetzt beispielsweise hier einfach das Tragwerk, was ich mit dargestellt habe, oder ich habe hier die Gebäudetechnik, die ich jetzt hier mit dargestellt habe. Ja, da geht es um alle Lüftungssysteme, um Elektro beispielsweise, um Heizungen, die einfach hier mit erstellt werden können. Und das soll jetzt gar nicht das Thema heute komplett sein, dass wir uns hier mit beschäftigen. Ich möchte Ihnen einfach nur zeigen, Sie können das logischerweise machen. Wir haben da auch eigene Trainings dafür, aber es ist ein eigener Part sicherlich. Aber wichtig ist, es wird alles kombiniert. Und wenn es um die Durchbruchplanung beispielsweise geht, dann ist es genial, dass ich dann einfach dasselbe Dateiformat hier im Revit mit dabei habe, um dann wirklich da keine Verluste zu haben, wenn ich ein Datenformat habe, was ich hier erst importieren muss. Das ist sicherlich ganz wichtig, dass ich das hier machen kann und dass ich das hier mit übertragen kann. Beim Stahlbau genau das Gleiche. Oder bei der Tragwerksplanung, in diesem Fall der Stahlbau, auch hier wiederum die Möglichkeit, den Austausch durchzuführen, den Austausch mit einem Tragwerksplaner beispielsweise, auch einen Austausch mit einem Statiker.
Was eventuell aber auch für Sie interessant sein könnte, und dafür öffne ich dieses Modell mal selber. Sie sehen, in dem Fall ist es ein externes Modell. Und dieses externe Modell habe ich jetzt hier ein zweites Mal geöffnet. Ich habe einfach eine zweite Revit-Sitzung aufgemacht und in dem Fall habe ich das hier noch mit offen. Und hier drin habe ich mich jetzt einfach mal hier reingeschnitten und bin hier auf einem bestimmten Bereich, mit dem ich hier drin arbeiten möchte. Denn diese Anschlüsse, die wir hier sehen, ja, sind im Grunde genommen keine richtigen Anschlüsse. Und sicherlich ist es auch bei einer Visualisierung wichtig, dass ich hier ja, mir das Ganze anders darstellen kann, dass es besser geschnitten ist, dass ich da einfach Verbindungen schon habe. Und das wollte ich einfach erwähnen, dass es sicherlich nicht nur für den Tragwerksplaner, sondern teils auch für den Architekten, für den Planer wichtig ist, hier auch solche Verbindungen schon durchführen zu können. Ich mache das einfach mal, indem ich jetzt mal sage, ich möchte diese zwei Träger hier miteinander verbinden, beziehungsweise die Stütze und den Träger. Das heißt, ich verbinde das Ganze, diese zwei möchte ich miteinander verbinden, wähle dann hier sofort die Verbindung, die ich hier haben möchte. Sie sehen, da habe ich jetzt gerade einen gelenkigen Winkelanschluss, den ich hier habe. Und ich kann hier einfach zwischen den verschiedenen Möglichkeiten wählen, um dann hier, ich mache jetzt hier mal eine Rahmenecke, beispielsweise mit einer Vute, dann wird es mir so dargestellt. Und so, ja, das heißt, es dauert immer ein kleines bisschen, dann wird das berechnet. Es läuft über einen eigenen Prozess, der im Hintergrund läuft, sodass Sie dann hier einfach schon eine Darstellung haben, die, wie gesagt, auch später in der Visualisierung für Sie geeignet ist. Und das Ganze wird dann sicherlich auch weiter übertragen. Sie haben hier verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu verändern. Sie können die einzelnen Schrauben, Sie können alles hier komplett mit anpassen. Was für Blechstärken haben wir da drin? Was für eine Vute haben wir da drin? Also das ist sicherlich sehr detailliert, vielleicht zu detailliert für viele von Ihnen. Vielleicht ein zweites Beispiel noch, wenn ich mal hier noch eine Verbindung erstelle, zwischen diesen zwei Trägern, die ich hier habe. Und hier sage ich jetzt einfach, da hätte ich einen gelenkigen Winkelanschluss einfach nur. Den erstellt er mir, Sie sehen, das Ganze wird berechnet und Sie sehen auch, dass der Träger hier geschnitten wird. Ja, der Träger passt sich mit an, das heißt der, vielleicht sieht man es so ganz gut, der bekommt hier sofort die komplette Bearbeitung noch mit dazu. Und was auch gut ist, Sie sehen das, wenn ich jetzt hier drauf gehe und das einfach mal kopieren möchte, ich habe ja mehrere von diesen Trägern, dann sage ich einfach, kopiere mir das bitte von hier und ich muss das gar nicht mal ganz genau wählen, ich kann das hier einfach mit rüber kopieren. Ja, wenn ich das mehrfach mache, dann kann ich sagen, kopiere mir das von hier auch ungefähr nach da, der erkennt das automatisch ungefähr nach hier und damit können Sie das sehr schnell auch kopieren, dass Sie die gleichen Verbindungen an jeder Stelle haben. Sie sehen, im Moment ist es noch grau hinterlegt. Der führt jetzt diese Arbeitsschritte im Hintergrund durch, bis der Träger dann soweit geschnitten ist, wie ich das hier haben möchte. Und jetzt sehen wir das komplette Ergebnis mit dabei. Und das speichere ich mir dann eben wieder zurück, dass ich das im Gesamtmodell habe und dass ich dann auch hier solche Verbindungen schon mit erstellt habe. Ja, das war jetzt einfach ein Punkt für mich, der wichtig war. Wenn ich das jetzt speichere, hier wieder mit zurücknehme, dann haben wir auch bestimmte Anschlüsse, die ich hier besser an dem Modell sehen kann und wo wir jetzt einfach mit dieser neuesten Version die Möglichkeit haben, in Revit das Ganze mit darzustellen. Zweite Möglichkeit, das war jetzt einfach intern, wie ich arbeiten kann, wie Informationen ausgetauscht werden kann, ohne dass ich einen Dateiformatverlust habe. Zweite Möglichkeit ist, wenn wir uns jetzt um OpenBIM kümmern. Autodesk ist ein aktives Mitglied in der Building Smart und das heißt, wir unterstützen seit langem BIM und auch OpenBIM. Wir haben sicherlich die Möglichkeit, innerhalb unserer Software schon sehr viele Informationen auszutauschen. Und ja, man könnte sagen, in dem Fall ist es ein Closed BIM, was wir innerhalb von Revit haben. Aber ganz klar ist, dass wir offen sind für alle weiteren Austauschmöglichkeiten, über die IFC-Schnittstelle beispielsweise, was ganz, ganz wichtig ist dabei. Sicherlich ist auch DWG eine Art BIM-Schnittstelle, auch wenn es vielleicht nur hauptsächlich 2D-Informationen sind. Aber sicherlich sind auch diese Informationen wichtig in manchen Projekten, weil sie nicht immer einen Facharbeiter haben, der Ihnen das Ganze im 3D- oder auch im Revit-Format zuliefert. Und dann ist es wichtig, dass wir da sehr offen sind und alle Formate hier auch mit integrieren können. Auf der linken Seite sehen Sie auch Berechnungen, die einfach durchgeführt werden. Ja, zum Beispiel, wenn es Energieberechnungen gibt, wenn es ein Energiepass oder Energieausweis ist, wenn wir die Statikberechnungen durchführen. Sie sehen, in dem Fall mit Sophistic arbeiten wir sehr stark zusammen, mit Lugal arbeiten wir sehr stark zusammen. Und es ist nicht nur so, dass wir diese Daten per IFC rausgeben und die dann Berechnungen durchführen, es ist sogar so, dass die sich auch hier mit integrieren. Ja, wenn ich jetzt hier oben drauf gehe, Sie sehen, ich habe in meinem Revit hier die Sophistic mit integriert. Und hier drüber kann ich das Ganze berechnen lassen. Hier kann ich die Statik berechnen lassen und kann diese Daten oder diese Informationen wieder zurücknehmen. Ja, und genauso sieht das
das auch in der Gebäudetechnik aus, dass das nicht alles ein Import-Export ist, sondern dass diese Programme und diese Fachhersteller sich hier integrieren ins Revit. Ja, das ist ähnlich so, wie man das früher vom AutoCAD kennt. Wir haben das AutoCAD als Standardelement, als Grundplattform da, also oder erstellt und angeboten. Und jeder Fachhersteller hat dann die Möglichkeit gehabt und hat sie immer noch, hier wirklich seine Spezialitäten noch mit drauf zu programmieren und dann einfach wirklich zu sagen, okay, ich bin Spezialist in dem Bereich, der Statik beispielsweise, und dann hier diesen Aufsatz in Revit auch noch mitzugeben. Oder im AutoCAD in dem Fall und jetzt mittlerweile auch im Revit, wo wir sehr, sehr viele haben, die sich hier auch mit drauf aufsetzen. Genau, vielleicht ganz kurz noch zum Export, wenn ich das Ganze mal hier mache. Wenn wir das exportieren, dass ihr einfach die verschiedenen Formate hier einfach sehen, die wir hier direkt mit exportieren. Bei der IFC unterstützen wir jetzt auch die IFC-Schnittstelle 4.0 beispielsweise. Das sind einfach ganz wichtige Punkte. Und genauso gut geht es aber auch bei der Integration, wenn ich jetzt oder beim Import, wenn ich mal hier drauf gehe, hier ist jetzt beispielsweise eine DWG, das Geländemodell als DWG hinterlegt. Ja, das heißt, ich habe dort ein Geländemodell gehabt und dieses Geländemodell möchte ich hier einfach noch importieren. Ja, und dann kann ich hier einfach reingehen und kann sagen, ich erstelle mir ein neues Gelände und verwende diese Importdatei, diese DWG, die ich hier drin habe. Ich nehme aber beispielsweise nur den Layer der Höhenlinien, die ich hier mit importiere oder integriere und damit erstelle ich mir mein Gelände hier im Revit. Ja, einfach auch, das sind Informationen, was ich am Anfang meinte, es muss nicht unbedingt immer ein BIM-Format wie IFC-Datei sein, sondern alle Informationen, die wir nutzen können, da haben wir hier die Möglichkeit, sehr offen damit umzugehen und einfach diese Daten auch auszutauschen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, der Teamarbeit. Ganz wichtig ist, wenn Sie mit mehreren Personen an einem Projekt arbeiten, dass Sie auf eine Datei zugreifen können. Und ich habe eben gesagt, wir haben in sehr vielen Fällen eine einzige Datei, die Sie speichern können, die Sie auf dem Memory Stick oder auf dem USB Stick jedem anderen geben können und der die genauso öffnen kann. Und das ist der eine Punkt. Aber sicherlich wollen Sie mit mehreren Personen an dieser einen Datei arbeiten und darauf zugreifen. Und das ist eben wichtig, dass wir das können logischerweise. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Sie haben innerhalb von einer Firma einfach die Möglichkeit, Bearbeitungsbereiche anzulegen und dann im Netzlaufwerk zu arbeiten. Und dann einfach diese Daten auszutauschen und miteinander daran zu arbeiten und auch zu kommunizieren. Wenn das Ganze dann nur verschiedene Standorte gibt, ermöglichen wir das mit einem Revit-Server, hier die Infrastruktur, die das Ganze ermöglicht, einfach schneller zu arbeiten. Das heißt, da gibt es einen sogenannten Accelerator, der das beschleunigt, sodass Sie einfach den Datenaustausch zwischen verschiedenen Standorten noch besser einfach gewährleistet bekommen. Recht neu, seit diesem Jahr bieten wir das in Deutschland an, haben wir dann auch, das nennt sich Collaboration for Revit, also die Zusammenarbeit mit Revit in der Cloud. Und da haben Sie die Möglichkeit, ohne wirklich ein IT-Setup zu haben, ganz einfach mit mehreren Personen zusammenzuarbeiten auf der gesamten Welt, ohne dass Sie irgendeinen Aufwand von der Installation her haben. Das heißt, wir bieten Ihnen das ganz einfach an, dann nicht auf dem lokalen Faden oder auf Netzlaufwerken zu arbeiten, sondern Sie öffnen die Dateien ganz einfach in der Cloud. Ich zeige Ihnen das einfach mal, wenn ich hier auf Öffnen gehe und Sie sehen, ich gehe hier oben auf A360. Das ist genau das, wo das angeboten ist. Und hier drin habe ich verschiedene Projekte und hier drauf greifen alle gemeinsam zu. Das ist genau das, was ich auch mit der Leila hier gemacht habe. Das heißt, wir arbeiten an einer Datei, auf die wir gemeinsam zugreifen und an der wir gemeinsam arbeiten können. Vielleicht machen wir das einfach mal. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier auf diese Wand und setze in dieser Wand einfach mal eine Tür ein, die ich hier jetzt mal mit einsetze. Und Sie sehen, ich habe keine Berechtigung dazu, weil die Leila diese Wand im Moment gehört. Das heißt, ich kann aber sagen, ich möchte die Berechtigung anfragen oder anfordern, dass ich hier jetzt wirklich diese Wand bearbeiten kann und dass ich hier drauf zugreifen kann, um eben diese Tür einzusetzen. Er sagt jetzt, die Anforderung wurde geschickt. Ich schließe das Ganze und warte jetzt einfach, ob ich hier diese Anforderung bekomme. So, und hier unten sehen Sie das Ganze. Ich schiebe das Ganze mal hier hin. Das heißt, ich sehe jetzt hier, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier drauf zurückzugehen, hier drauf zuzugreifen und diese Wand eben noch mit einzubringen. So, das heißt, ich gehe jetzt hier drauf und habe jetzt, Sie sehen das schon, die Tür ist in dem Fall wieder eingefügt worden. Ja, also so kann ich das austauschen. So habe ich die Möglichkeit, dann zusammenzuarbeiten. Was wir genauso haben ist, da kann ich jetzt einfach mal noch den Communicator mit dazu laden und dann können Sie hier sehen, ich kann auch hier drüber jetzt kommunizieren. Das heißt, ich kann ganz einfach sagen, ich möchte jetzt diese Tür, so wie ich sie hier platziert habe, das möchte ich einfach
hier mal rausnehme. Das heißt, ich mache einen kleinen Screenshot davon und schicke den der Leila und sage, passt das so? Ist die Tür so richtig? Richtige Platzierung zum Beispiel. Fragezeichen habe ich vergessen. So, und dann kann ich hier drüber kommunizieren. Das heißt, wir haben hier wirklich die Möglichkeit, innerhalb des Projektes mit Screenshots zu arbeiten und wirklich ganz genau einfach zu sehen, wie funktioniert das im Projekt, wie können wir hier noch besser zusammenarbeiten, ohne dass wir telefonieren müssen oder einen zusätzlichen Chat noch mit aufmachen müssen. Ja, was ich genauso sehen kann, was passiert, wer hat hier wann gespeichert, alles das wird hier drüber bis zum Communicator auch noch mit dargestellt. Sie sehen, wann wir gespeichert haben, heute Morgen um 9 Uhr, um 9.38 Uhr haben wir das letzte Mal gespeichert. Ich sehe, welche Personen anwesend sind und so weiter. Alles das sind Möglichkeiten, die wir hier drüber wunderbar auch sehen können. Wer hat was gespeichert? Wenn ich dann darüber noch einen Kommentar gebe, sehe ich auch, was ist noch weiterhin bei dem Speichern passiert und was wurde in dem Fall gespeichert. Okay, kommen wir zum neunten Punkt, zum Punkt der Teamarbeit. Und für diesen Punkt würde ich wieder zurückgeben an die Leila. Wie Jochen schon am Anfang sagte, ist Dynamo unsere visuelle Programmierschnittstelle für das Revit. Das bedeutet, Sie haben mit Hilfe von Dynamo nicht nur die Möglichkeit, komplexe Geometrie direkt im Revit zu erzeugen, sondern Sie haben auch direkten Zugriff auf die Daten in Ihrem Revit-Modell und durch den direkten Zugriff auf die Revit-Programmierschnittstelle haben Sie zudem die Möglichkeit, bestimmte Befehle und Abläufe, die Sie regelmäßig im Revit durchführen, auch zu automatisieren, um sie somit von einem Script schneller und auch effizienter erledigen zu lassen. Ich möchte Ihnen jetzt anhand von ein paar Beispielen zeigen, was alles mit Revit und Dynamo möglich ist. Beispielsweise möchte ich hier ein von mir schon vorbereitetes Raumbuch im Excel von den Daten aus meinem Revit-Modell füllen. Und hierzu führe ich jetzt einfach das Dynamo-Script aus. Und wie Sie hier sehen, füllt das Script auch automatisch meine Vorlage hier aus. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, diese Daten entweder zu verändern, zum Beispiel den Räumen neuen Namen zu geben, oder aber ich kann noch zusätzliche Daten hinzufügen. Ich möchte hier zum Beispiel in dem Fall die Spalte Abteilung noch füllen. Und diese dann zurücksynchronisieren nach Revit. Das hat den Vorteil, dass Sie beispielsweise bestimmte Arbeiten auch von Mitarbeitern erledigen lassen können, die vielleicht nicht direkt im Revit arbeiten oder die vielleicht manche Aufgaben einfach schneller in solchen Werkzeugen wie dem Excel eben einfach erledigen. Das heißt, wir füllen hier jetzt einfach die Spalte nochmal aus mit verschiedenen Werten und speichern die Datei nochmal, führen das Script nochmal aus. Und bevor ich das jetzt durchführe, möchte ich, dass Sie hier sehen, ich habe in dem Raumstempel noch Fragezeichen drin, die daher herrühren, dass ich noch keine Daten in der Spalte Abteilung habe. Das heißt, der Raum hat noch keine zugewiesene Abteilung in dem Fall. Und wie Sie hier sehen, sobald ich das Script durchführe, füllen sich diese Werte. Ich sehe auch sofort die Werte auch in dem Raumstempel und auch die Farben, die eben durch diese Werte gesteuert werden, verändern sich auch sofort auch mit. So viel zu dem ersten Beispiel mit Dynamo. Wir gehen auch direkt über zu dem zweiten Beispiel. Hier möchte ich Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten Sie haben, bestimmte Abläufe im Revit zu automatisieren. Zum Beispiel möchten wir hier in diesem Schritt Raumpläne von Dynamo generieren lassen, die jeweils nur einen Raum darstellen und die genau auf diesen Raum zugeschnitten sind. Das wäre eine Arbeit, für die wir manuell eigentlich recht lange benötigen würden, vor allem wenn wir ein Gebäude haben mit beispielsweise 200 Räumen. Und in diesem Fall erledigt das Script für uns. Ich habe jetzt hier nur 5 Räume hergenommen, wie Sie hier sehen. Ich kann natürlich auch steuern, wie die neuen Planansichten heißen werden. Ich wollte hier in dem Fall, dass Sie auch übersichtshalber mit Dynamo am Anfang starten
Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine von diesen Planansichten auch aufmache, sehen Sie hier, ich habe genau diesen einen Raum, der so zugeschnitten ist, dass ich eben mit einem gewissen Rahmen eben nur diesen Raum sehe. Das heißt, wenn Sie das jetzt hochrechnen, wie lange Sie dafür händisch brauchen würden bei einem Gebäude mit 200 Räumen, ist, glaube ich, der Mehrwert von so einem kleinen Skript auch ziemlich schnell klar. In dem letzten Dynamo-Beispiel möchte ich Ihnen jetzt nochmal kurz zeigen, wie Sie mit der Geometrie im Revit arbeiten können. Dazu wechsle ich jetzt einfach noch in eine 3D-Ansicht und möchte hier einfach mal zwei Wände skizzieren, die ich dann mit einer Konstruktion auch überdachen möchte. Damit es nicht zu simpel wird, zeichne ich gebogene Wände. Und starte dann mein bereits vorbereitetes Skript, indem ich nur noch die Kanten dieser Wände wählen muss, denn diese Kanten definieren ja im Endeffekt die Form von meinem Dach. Das heißt, ich wähle hier einfach die Kanten aus, führe jetzt das Skript aus und das Skript führt jetzt im Hintergrund diverse Berechnungen aus, die eben die Form von diesem Dach auch im Endeffekt vorgeben. Und wie Sie hier sehen, sehe ich jetzt schon eine Vorschau aus Dynamo-Linien, wie dieses Dach später sein wird und habe hier noch die Möglichkeit, Werte in meiner Berechnung zu verändern. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel die Werte für diesen Versatz der Sinuskurve, die ich für die Form von dem Dach gewählt hatte, verändern und die Vorschau verändert sich natürlich auch gleich mit. Wie ich schon sagte, es ist nur eine Vorschau. Ich habe aber die Möglichkeit, hier nochmal diese Form auch mit nativen Revit-Familien zu verknüpfen. Das heißt, ich wähle hier in dem Fall eine native Revit-Trägerfamilie aus, verknüpfe sie mit dem Skript und wie Sie hier sehen, bekomme ich hier native Revit-Kantholzträger, mit denen ich dann natürlich auch in dem Revit-Modell weiterarbeiten kann. Ich kann natürlich jetzt noch die Form von diesem Dach verändern, beziehungsweise hier noch mein Skript auch verändern und auch anpassen. Und wie Sie hier sehen, verändert sich die Form und auch gleich die nativen Revit-Träger natürlich auch mit. Das ist insofern spannend, weil ich auf diesem Wege natürlich die Möglichkeit habe, verschiedene Designvarianten auch durchzuspielen und natürlich auch mein Design zu einem späteren Zeitpunkt dann auch eben relativ schnell zu verändern und auch anzupassen. Somit kommen wir auch zu dem letzten Punkt der Visualisierung. Revit ist natürlich nicht nur ein BIM-Werkzeug, sondern bietet Ihnen auch die Möglichkeit, hochwertige Renderings aus Ihrem Modell zu machen. Und diese Renderings können Sie entweder lokal berechnen oder auch über die Cloud. Die Cloud entlastet nicht nur Ihren lokalen Rechner, sondern bietet Ihnen auch noch zusätzlich die Möglichkeit, 360-Grad-Panoramen zu rendern oder auch Solar- und Beleuchtungsstudien durchzuführen. Mit unserem neuen Werkzeug, dem Live Design, haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihr Revit-Modell relativ einfach aufzubereiten, um es mit einer hohen visuellen Qualität über einen Weblink oder auch über die Live iPad App zu teilen. Damit Sie ein besseres Gefühl davon bekommen, was alles im Revit im Bereich der Visualisierung möglich ist, haben wir hier ein paar Renderings für Sie zusammengestellt. Und ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, dass Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit haben, Ihr Revit-Modell direkt an das 3ds Max
zurückzugeben. 3ds Max ist unser Visualisierungswerkzeug, mit dem Sie die Möglichkeit haben, sehr hochwertige Visualisierungen auch zu machen. Hier sehen Sie zum Beispiel auch eine Beleuchtungsstudie, die sich der physikalischen Werte der im Revit vorhandenen Beleuchtung bedient und mir anhand von dieser Farbskala genaue Lux-Werte liefert und somit auch einen Aufschluss darüber bietet, wie gut mein Raum auch ausgeleuchtet ist. Hier an dieser Stelle sehen Sie jetzt ein 360-Grad-Panorama, das ich vorhin auch erwähnt hatte. In diesem Panorama haben Sie die Möglichkeit, in einem Webbrowser komplett einmal sich in dem Raum auch umzuschauen und es von allen Seiten eben auch zu betrachten. Wie gesagt, diese Arten von Panoramen können jederzeit über die Cloud gerechnet werden. Zudem haben wir Ihnen jetzt hier noch ein paar Visualisierungen zusammengestellt, die auch zeigen sollen, dass nicht nur komplexe Gebäude wie die Bibliothek, die wir in dem heutigen Webinar gezeigt haben, im Revit geplant werden, sondern auch recht einfache Bürogebäude, wie man hier sieht. Das sind die typischen Projekte, die viele von unseren Kunden auch regelmäßig im Revit durchführen, beziehungsweise natürlich auch ganz normale Einfamilienhäuser. Jede Projektart kann von den Vorteilen, die Ihnen das Revit bietet, natürlich auch profitieren. Zusätzlich möchten wir Sie hiermit auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass Sie auch recht hohe Qualität haben, wenn es um die Präsentationspläne geht. Sie haben die Möglichkeit, 3D-Schnitte oder auch Explosionsansichten direkt im Revit mit einfachen Werkzeugen zu machen. So viel von meiner Seite. Ich bedanke mich schon mal für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit und übergebe jetzt noch mal für eine kurze Zusammenfassung noch mal an meinen Kollegen, den Jochen. Das war jetzt soweit von mir zum Thema Visualisierung. Ich bedanke mich für die Zeit, die Sie sich heute hergenommen haben und gebe jetzt noch mal zurück für die Zusammenfassung an den. Genau, danke dir, Leila. Genau, wir sind ein paar Minuten drüber und wir haben einige Fragen bekommen. Ich möchte jetzt trotzdem das Ganze schon mal abschließen. Wir werden im Anschluss noch Fragen beantworten. Vielen Dank zunächst für Ihr Interesse hier an dem Webinar. Sie sehen das in den letzten Einstellungen, im letzten Bild nochmal. Wenn Sie weitere Fragen haben, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, an Ihren Partner auch zu gehen. Wenn Sie einen Partner, einen Autodesk-Partner schon haben, falls Sie noch keinen haben, können Sie gerne auf die Seite www.autodesk.de/revit-entspannt gehen. Dort finden Sie auch Links, sodass Sie einfach einen Partner, also einen Autodesk-Partner für Sie in der Nähe kontaktieren können, sodass Sie dort einfach weitere Fragen noch loswerden können. Genauso gut ist es da auch möglich, weil ich habe ganz am Anfang den Punkt gehört, naja, warum fangen Sie in einer fertigen Datei an, fangen Sie doch wirklich von Null los. Das machen wir sehr gerne, das hätten wir auch sehr gerne gemacht, aber wir haben einfach gedacht, in so einem Beispiel können wir viel mehr zeigen. Da haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten, dass Sie wirklich sehen, wie Revit wirklich funktioniert, als in einer ganz kleinen, einfachen Datei. Aber es gibt sicherlich auch bei diesen Partnern Möglichkeiten, wo Sie in einem halbtägigen Schnupperkurs zum Beispiel so etwas ausprobieren können. Und da fangen Sie dann wirklich auch von Null an und sehen sehr schnell, wie es wirklich losgeht. Weil das Ganze sollte in diesem Fall ja keine Schulung sein, dass Sie wirklich das nachmodellieren können, sondern wir wollten Ihnen einfach sehr einfach zu verstehen geben, wie Revit angewendet wird und damit Sie wirklich auch die Funktionalitäten in Revit verstehen. Jetzt kommen gerne die nächsten Schritte für Sie. Es gibt Möglichkeiten, Testversionen runterzuladen. Aber wie gesagt, nehmen Sie sich am besten einen Schnupperkurs, wo Sie einen halben Tag, meistens auch kostenlos, bei einem Partner sich das Ganze anschauen und diese ersten Schritte lernen. Das ist sehr viel sinnvoller, als wenn Sie sich selber daran setzen und sagen, okay, ich probiere das alles selber mal aus. Also Sie haben einfach sehr viel mehr Möglichkeiten dann dabei, schnell damit mit reinzukommen. Und die Folien, die wir gezeigt haben, beziehungsweise auch das Webinar, was wir jetzt hier gerade durchgeführt haben, das wird alles aufgezeichnet und Sie haben dann im Anschluss gerne die Möglichkeit, das auch darauf wieder zuzugreifen. Also wir stellen Ihnen das zur Verfügung, falls Sie das nochmal nachschauen möchten auf der Slide oder halt auch eben dieses Webinar sich nochmal anhören möchten, gibt es da sicherlich auch genau diese Möglichkeit dazu. Gut, damit
stoppen wir das offizielle Webinar. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihr Interesse und wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag.